Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kraner. Tut mir leid, Lieutenant. 79 verstärkt. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft gleich. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei den Wettern. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden, hm? Sollte wirklich ein Android hier sein?
passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt jetzt das Team. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal an. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen.
Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Dass du hier warst, sonst wäre ich... Connor. Connor, nein. Thank you.
Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Können wir ihnen vertrauen? Seien wir vorsichtig. Wenn es komisch wird, hauen wir ab, okay? In Ordnung. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Menschen
sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden Sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Dach. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte.
Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart. Seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Das ist ein Problem, 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 das ist ein Problem
Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen? Die Polizei! Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Versteckt euch. Oben. Komm, Alice. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Danke. Ich dachte, es wäre sonst niemand im Haus. Ich vergaß. Meine Tochter ist oben.
heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. We are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.